Aber so kriege ich hier auch mal wieder ein bisschen Ordnung rein. Ordnung halten braucht halt so ein bisschen seine Zeit. So, die zweite Doppelkiste. Dann haben wir die Eier unten und mehr als drei Doppelkisten kommt dann hier auch nicht hin. Der Rest wird dann wirklich zurücktransportiert zum Eilager. Ich könnte ja noch eine zusätzliche Leitung legen, um Eier abzutransportieren. Ah, ich glaube, das wäre übertrieben. Quatsch, nach oben erstmal. So. Dann haben wir hier nämlich zwei Kisten übereinander frei. Da kommt dann erstmal Kies rein. Dann verlegen wir den. Dann sind die beiden auch zusammen. Also dringend brauchen wir Kies jetzt auch nicht. Kies könnte eigentlich zum Dreck hier unten hin. Dann haben wir da oben mehr Platz für Blöcke, die wir regelmäßig brauchen. Dass wir die ein bisschen besser sortiert kriegen. Auch wieder wahr. Nee, hier unten. Ja, jetzt langsam wandert alles so ein bisschen in die zweite Etage runter. Was man so nicht alltäglich braucht. So. Na, wer weiß, was alles als neue Blöcke hinzukommen, wo wir dann Platz für brauchen. So. Und dann geht's mal hier unten weiter. Ah, mal reinschauen. Oh Gott, kommen denn die jetzt wieder alle her? Ja, mach unten auch noch eine Kiste für Rothühnerfleisch. Das hat ja keinen Sinn. Da sind auch wieder Eier angespült worden. Federn. Noch mehr Federn. Ich glaube, die fließen noch gerade alle da rein. Kann das sein, dass die noch gar nicht alle angekommen sind? Und das kann gut sein bei der Menge. So. Federn. Hühnerfleisch. So. So, kommt dann alles hier raus. Was jetzt nicht passt, wird dann beim nächsten Runtergehen mitgenommen. Ja, wenn ich das mal alles grillen würde, da hätten wir jede Menge Fleisch im Lager. Aber wozu grillen? Ich meine, unsere Fleischproduktion läuft ja so schon auf Hochtouren. Erde, Erde, Erde. Kies, Kies, Kies. Federn, Federn, Federn. Federn, Federn. Nein. Erstmal Federn. Erde, Erde. Kies, Kies, Kies. Man muss sagen, das dauert jetzt gar nicht so lange, das Zeug hier wegzuräumen. Das habe ich mir schlimmer vorgestellt. Ah. Ein Stechen in einen meiner Augen. Nicht sehr angenehm. Sonst noch was? Nö. Das ist alles hier für die zweite Etage. So. So. Ach, da habe ich ja noch Dreck übersehen. Geht auf jeden Fall schneller als das ganze Zeug rüberzutragen oder rüber zu teleportieren. Ich würde sagen, da haben wir was Gutes gebaut. So. Zombiefleisch, ja, die Federn und so ignorieren wir hier jetzt erstmal. Zombiefleisch.
Ach ja, oh, die Ausrüstungsgegenstände können wir auch schon mal mitnehmen. Zombiefleisch, Bogen, 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 Bogen. Noch mehr Kisten, yay! So, Bogen. Zack, 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 Bogen, zack, zack. Zombiefleisch, Zombiefleisch, Schaufel. So, Zombiefleisch. Zombiefleisch. Haben wir noch ein bisschen Kies. Da haben wir noch Zombiefleisch. Ah, ein bisschen bewegen. Ah ne, hier waren auch noch Federn drin. So, erstmal so gucken, dass wir alles für die untere Etage hier fertig kriegen. Alles werden wir wahrscheinlich nicht fertig kriegen, weil wir wahrscheinlich wieder mal die Hälfte übersehen werden, aber hier haben wir Rüstungen. Hier haben wir Tools. Hier haben wir Bögen. Und ist die Kiste auch wieder zu. Ja, ich weiß, ich könnte sie jetzt alle zusammen craften, aber dafür bin ich jetzt gerade etwas zu faul. Und Kies für hier. Ach ja, stimmt, wir fangen hier hinten an. So, jetzt können wir eigentlich bunt gemischt mitnehmen. Und der Rest ist eigentlich quer durch den Garten durcheinander. So, die eine Schaufel dahin. Sonst noch irgendwas für hier. Setzlinge. Da kann man theoretisch doch auch schon mal eine zweite anlegen. Was ich hier auch noch gerne hätte, das wäre für Grassamen. Denn das nimmt auch überhand durch unsere große Farm. So. So. Und so. Zuckerrohr war, glaube ich, hier drin. Pfeile. Knochen. Anderes Monster-Drop-Zeug. Steine. Unnütze Steine. hier hätten wir auch noch ein bisschen Laub drin gehabt, wenn noch was gefehlt hätte. Hätten wir uns hier rausnehmen können. So. Kohle. Und die Federn. Na, warte, 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 warte. Können wir doch gleich noch was mit runternehmen. Und so viel ist das gar nicht. Das habe ich mir jetzt schlimmer vorgestellt. So. Ob wir da überhaupt zwei Kisten brauchen, ist fraglich. Fürs Hühnerfleisch ist es wahrscheinlich. So, du bist leer, du bist leer. Dann hauen wir mal die Knochen raus. Knochen und Sprengstoff. Die mir nicht, da muss doch auch noch mehr sein eigentlich. Durch die Monsterfarm. Naja, Pfeile nochmal. Wir haben immer so viel in die Kisten geschmissen. Und das ist alles, was hier angekommen ist? Es ist jetzt nicht so viel, muss ich sagen. Ich habe mit mehr gerechnet. Also nicht, dass das jetzt schlecht ist, dass wir gleich schon fertig sind, aber irgendwie hatte ich mit mehr zu tun gerechnet. Na gut, das meiste, was wir dort reingeschmissen haben, war jetzt hier für die zweite Etage. Also Zeug, dass wir wenig bis gar nicht brauchen oder im Überfluss haben. Und das konnte man halt auch schnell wegräumen. Das von der Monsterfarm, das kam jetzt auch sehr sortiert hier an.
So, Fische. Fische sind hier drin. Jetzt habe ich das Zombiefleisch übersehen. Macht ja nichts. So, eine Möhre. Ein bisschen Grünzeug. Ja, du kommst doch nach unten. Na, Blumen kommen woanders hin. Blumen kommen hier rein. Flint, Feuersteine. Das Zeug. Kakaobohnen. Da. Pfeile. Redstone. Und dann können wir nach unten fahren. So. 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 Ah, machen wir einfach mal weiter mit dem Leerräumen nach Kisten. Also, ihr seid jetzt komplett leer. Bei dir ist auch nicht mehr viel drin. Wir gucken, ob man noch was stapeln kann, indem man einfach mal so drüber geht. Meistens findet sich ja dann doch noch was. So. Oh, das war doch noch einiges, was ich da entfernen ließ. Spart uns einen Laufweg hinterher. Knochen. Sobald die Kiste voll ist, wird das Zeug in Knochenmehl umgewandelt, bis wir eine Doppelkiste auch Knochenmehl voll haben. Und dann wird unten dann noch eine Knochenkiste angelegt. Ja, dadurch, dass wir jetzt hier ein bisschen mehr Platz haben. Hier war die Farbenkiste, oder? Ja, ich meine schon. Dann können wir hier das Knochenmehl reinpacken, das ich gerade gesehen habe und jetzt irgendwie weg ist. Ach, da oben ist es. So, Blümchen. Pilz. Setzling, Setzling, Setzling. Du kommst unten hin. Das Zeug. Hier. Ein Fisch. Du kommst auch nach unten und du kommst nach unten. Haben wir denn die Kartoffeln? Ah, stimmt, die hatten hier irgendwo ihr Lager. So, Äpfel. Äpfel waren aber hier oben drin. So. Pfeiler. Moorstein. Kabel. Glas. Da ist da eine Flasche drin, wenn wir da hinten so eine Kiste für so ein Zeug haben. Eigentlich. Glowstone kommt hier mit rein. Hm, das sollte eigentlich auch schon für eine Pyramide reichen. Naja. Zucker kommt hier mit rein. Und das kommt hier mit rein. Und dann fahren wir eine runter. Zombiefleisch. Rüstung. Davon haben wir gleich die Doppelkiste voll. So. Ihr wart wirklich alle leer. Ich vermisse irgendwie eine Ladung. Ich weiß auch nicht, wo die abgeblieben sein könnte. Aber es kommt mir alles so ein bisschen wenig vor. So, dann du. Und hier nehmen wir Federn raus, dadurch, dass jetzt nichts mehr kommt, heißt das, es ist alles hier gelandet. Fangen wir mit den Federn an. Die blockieren, glaube ich, das meiste vom Inventar. Dann können wir die eine Schaufel noch raushauen. Und... nein, die Grassamen. Da habe ich wirklich mit mehr Müll gerechnet. So... Sandstein kriegt jetzt eine eigene